Ich kann nicht mehr laufen. Laufen, laufen, laufen. Auf zu rülpsen. Das ist meine Sache hier zu rülpsen. Ich darf das. Aber doch nicht meine Spielfigur. Die darf doch nicht rülpsen. So, lodo, lodo. So, do, 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 do. So. Zack, zack, zack. Und dann sind wir gleich schon wieder oben im Haus. Gleich oben im Haus. Gleich, 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 gleich. Aber wir sind ja schon fast da, ist nicht mehr weit, nur noch ungefähr 68 Drehungen. Oh, ich bin ganz schön aus der Puste gerade. Ich kann gleich nicht mehr mich auf den Beinen halten. Jetzt sind wir so ziemlich fast über den, gleich sind wir auch über dem letzten Baum da. So, jetzt sind wir da auch drüber. Dann geht's hier hoch. Hallo Märchen! So, zack, zack, Den mit dem Schwert geht das nicht. So. Und, weit genug weg bin ich. So, jetzt muss ich eben gucken, mache ich nur einen oben drauf oder mache ich da so eine richtig große... Ich glaube, das ist einer drüber, oder? Das ist ein bisschen drüber. Egal. Ich wüsste nicht, wie man so eine Aktion überhaupt so übertreiben kann. Da muss ich mal einmal dahin latschen. So, zack, und ein da. So. Dann kann ich da mal eben die Axt wieder in die Hand nehmen. Wie sieht das Schiff eigentlich von hier oben aus? Cool, eigentlich soweit. Ist leider noch nicht fertig. Und, so, jetzt muss ich mal ganz dringend hier runter. Wo ist Märchen? Da! Okay, so. Zack! Und dann... Hoppala! So... Dann gucke ich jetzt mal eben. Ui. Moment. So, jetzt machen wir mal eben ein paar Sekunden der Besinnung, in denen ich nicht weiterreden werde.
Ja. Hui! Entschuldigung. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz was regeln hier und dann kann es auch weitergehen. Na, so. Jetzt geht's weiter. Okay, das war gerade ein persönliches Anliegen. Das musste jetzt einfach mal untergebracht werden und auch sein. Und das Inventar entscheiden ist manchmal hilfreich. Und auch manchmal sind ein paar Momente des Schweigens durchaus auch sehr schön. Und nachdem ich dann das hier jetzt gleich wieder gerichtet habe, werde ich dann auch mal ein kleines Päuschen wieder machen. So, und das muss noch weg. Das. Da muss ich mal eben das Zaun in den Hand nehmen, ne? Da muss ich das Zaun. Das ist natürlich völlig falsches Deutsch. Das geht nicht. So. Und dann soll das lasse ich jetzt mal hier. Und dann war das. Und jetzt renne ich noch kurz runter. Und dann werde ich einfach noch mal kurz das Schwert in die Hand nehmen. Und die Aufnahme gleich noch mal kurz pausieren und weitermachen. Aber heute definitiv will während dieser Aufnahmesession, wo wir 15 Stunden nacheinander aufnehmen werden, werde ich nicht, ich wiederhole, ich werde nicht am Schiff jetzt weiterbauen und mich jetzt auch einfach mal kurz verabschieden. Er ist wieder da. Ich mache dann einfach mal hier Disconnect. Bis gleich. Tschüssi. So, willkommen zurück zur weiteren Aufnahme. Wenn die Aufnahme läuft, ist natürlich die Voraussetzung, die Aufnahme läuft. Audio ab. Ein kleines Schluckäufchen. Und jetzt sind wir fast fertig, aber noch nicht ganz. Hallo Märchen, tschüss Märchen. Ich brauche noch einmal eine Werkbank. Nicht einen Zaun. Ich brauche davon genau sechs und davon einen. Und dann brauche ich den. Und diesmal nehme ich mir mal doch aus der Kiste so ein Stack Erde mit. Und den nehme ich mir mit. Und ihr werdet nicht glauben, ich muss da nochmal eben ganz kurz, will ich da nochmal hochgehen. Und das Mikro nochmal ein bisschen richten. So glaube ich ist besser. Hatte das gerade vor dem Auge. Ich konnte also mit dem linken Auge, mit das Headset-Mikro hatte ich da vor. Und da konnte ich jetzt gerade gar nicht so gut sehen. Und ihr wisst ja, mit einem Auge, da kann man ja gar nicht dreidimensional sehen. Das geht ja nur, wenn man zwei hat. Und ist natürlich in so einem 3D-Spiel irgendwie voll doof. Hahaha. Okay, ich spare mir jetzt an dieser Stelle jede weitere Erklärung. Auch den nehme ich nochmal eben mit. Und dann gehe ich mal eben kurz. Kurz, ihr auch. Bitteschön, bitte, da muss ich kurz auch. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Nein, das kommt. Hoch. Na bitte. Nach 48 gescheiterten Versuchen muss ich da jetzt mal eben. So, was ist dran? Ich hoffe, ich schreibe alles richtig. Oh, das müsste ich jetzt mal eben kurz ergoogeln. Augenblick, ich bin gleich wieder da. Ich bin sofort wieder da, aber wozu gibt es denn das? Haha. Okay, ist alles richtig. Dann kann ich auch weiter jetzt hier weiter. So, ich muss ja da mal eben reinklicken. So, jetzt geht's. Nein. Und dann schreiben wir das doch mal eben groß.
So. Okay. Das dazu. Und jetzt werde ich da auch keine weiteren Worte mehr drüber verlieren. Und zum Spiel zurückkehren. Ja, die Sachen lasse ich hier oben stehen. Wer weiß, wofür man sie braucht. Das dämmert ja schon wieder. Ich glaube, diese Folgen, die ich hier heute aufnehme, das sind alles so irgendwie unterbrochene Folgen von Pausen und Nächten. Und Google-Übersetzer, um zu checken, ob ich denn des Englischen mächtig war. Und Abmeldungen und. Aber jetzt soll auch gleich dann das Normale. Ah ja, okay. So, kann ich in der Zeit mal ein Schlückchen trinken. Märchen ist gerade im Bett rumgehopst. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es gesehen. Ganz Wüste, ja, ganz Wüste bist du im Bett rumgehopst. Das habe ich genau gesehen. So, das Holz, was ist dabei? Du doof. Du auch doof, du, also, nee, du bist nicht doof. Mit ich doof kann ich leben. Ja, Wüste, darf ich unterwegs so frei sein und die Sphinx reparieren? Danke. So. Was? Ah. Jetzt hätte man ja auch woanders lang gehen können, aber da hätte man Treppen gehen müssen. Und zwar im Kreis. Oh, ein Ocelot, ein Ocelot, ein Ocelot, ein Ocelot, ein Ocelot. Ich sehe ein Ocelot, ich sehe ein Ocelot, ich will ein. Ich sehe ein Ocelot, ein totes Ocelot. So. Da geht's jetzt irgendwo, geht's hier lang. Ich weiß gar nicht wo. Dann gehen wir mal da lang. Hallo. Hallo Schiffchen. Das hat eine coole Form, finde ich. So von hinten gesehen. Gar nicht so schlecht. Hier wächst übrigens, habe ich festgestellt, habe ich auch selbst gepflanzt. Hier ist ja schon ganz schön Zuckerrohr. Ganz schön viel auch. Und also Märchen weiß auch nicht ganz genau, woher dieses Loch in der Sphinx-Pickel kommt. Ich weiß es auch nicht. Oder haben wir den da irgendwann... Kann mir das einer sagen vielleicht? Ich meine, immerhin etwa 11 Leute schauen offensichtlich regelmäßig meine Let's Plays. Vielleicht ist es einen dieser Elfen aufgefallen, woher denn wohl dieses Loch in der Flaugsholschen Sphinx kommt. Ich weiß das tatsächlich. Habe ich das da tatsächlich irgendwie aus Versehen reingesemmelt? Oder kann das tatsächlich ein Enderman gewesen sein? Kann das tatsächlich ein Enderman gewesen sein? Tja. So. Wir bauen übrigens jetzt in der Wüste mit allem, was wir haben, an. Ich nehme erstmal ein bisschen steckvoll Sandstein. 3 oder 15 oder 64. Und wir bauen mal eben hier vorne. Ich denke, hier ist ein guter Ort dafür, oder? Ich weiß das nicht. Ich baue mir mal eine Schaufel. Ach was, Blödschaufel. Blödschaufel. Ich baue mal hier eben so ein Weg hier. 1, 2, 3. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen. Naja, da. Zack. Irgendwas hat mich gerade geschubst. Das da war's. Zack, zack. Tja, Kommunikationsproblem. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Stopp! Und ich glaube, bis hierhin und nicht weiter, oder?
Ich habe da noch ein Sandblöckchen, das ich da mal hinsetzen kann. Ist natürlich, sind wir hier nicht ein bisschen dicht dran? Ach, wir machen die nur auf die Seite, oder? Nur auf die eine Seite? Oder machen wir hier noch so ein... Hier noch so ein... So ein Wech. Ich denke, hier kann man auch so ein Wech machen. Dann kann man auch gerne breiter machen, da hast du recht. So, na, so breit jetzt auch. Na gut, okay. Ich mach das mal. Das, doch, das ist super. Und dann noch 20 Blöcke in die Richtung oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, vielleicht auch nur 12. Vielleicht auch doch 20. Gucken. Okay. So, habe ich noch ein bisschen Sand. Das wird nie reichen. Das wird nie reichen. Dann kann ich nochmal gucken, ob ich noch mehr Sand auftreiben kann. Irgendwo Sand hier in der Kiste. Kisten in der Kiste. Sand, 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 Sand. Sand. Sand in der Kiste. Zack. Ja, weil hier soll hin eine Art klitzekleiner, ja, Marktplatz oder so. Du musst direkt, du Sandblock, du. Du aggressiver Sandblock. Habe ich ja schon lange nicht mehr, fällt mir gerade ein, Gothic gespielt. Ein aggressiver Sandblock. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boah, da kann man hier nachher den Restweg gucken, wir dann nachher mal. Das mal hat jetzt nichts mit der Mar zu tun. So, noch ein 64er. So, 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 und so, und so, und so. Passiert natürlich schnell, dass man dann Blöcke zu viel setzt, ne? Wenn man das in dem rasenden Tempo macht, ne? So, zack, 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 zack. Habe ich eigentlich auch so Bedu-Musik? Beduinen-Musik oder sowas? Natürlich habe ich das. Darf ich hier eigentlich Spiele-Soundtracks einfach spielen bei YouTube? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, bisher hat da niemand was dagegen, ne? Darf ich das? Ja, sonst wird die Folge gelöscht. Das wäre natürlich auch schade. Aber das könnte ich mal einfach mal eben machen, wo ich gerade das Wort Gothic genannt habe. Kann ich mal eben gucken, ob ich irgendeine Art... Weil der war ja damals in der Edition mit drin. Na, da ist der falsche Ordner, da ist der richtige Sound. Da. Ja, ich mach den jetzt einfach mal an. Ein bisschen Abwechslung auch in die Musik hier. Na los, komm schon. Jetzt bitte weitergeben. Oh, jetzt habe ich gerade einen Jungen in der Nase. Nee, breiter, oder? Meinst du nicht breiter? Also ich denke so, oder? Ja, Märchen hat's erkannt. Märchen hat's erkannt. Ich will kein Märchen sein. Ich verpiesel mich mal und lass die da draußen alleine rumwirbeln. Die macht das besser als ich. Das soll erstmal reichen. Reichen. So, zack, zack. Ach, den nehme ich mal auch mit in die Hand, wenigstens. Nein, so, da. Ist die Bude hier eng, ey. Ja. So, hier geht's dann hoch zum Markt.
denke mal so, tja, ich glaube, ich habe da eine Idee. Das ist, habe ich Treppen noch? Habe ich noch Treppen? Ich habe jetzt noch 4 Treppen. Dann werde ich mal eben kurz was machen. In der Hoffnung, dass das geht. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt. Dann muss da jetzt mal wieder... Nein, da. Ja, Zack. So. Und dann habe ich mir gedacht, so und dann vielleicht noch so. Nein! Ah, wieder nur Scheiße gemacht hier. Märchen hat da schon recht, wenn sie... Das hat sie vorhin gesagt, das habt ihr natürlich nicht gehört. Ja, jetzt ist hier so ein halber Marktstand. Hätte gerne aber einen ganzen. Und dafür muss ich, glaube ich, hier mal bitteschön das so ein bisschen hochsetzen, dass man da auch hier, dass die Leute da auch stehen können. Ui, wie cool. Es fehlt nur noch was, wo soll der Sandstein da bleiben? Kann der weg? Bärchen sagt, der kann weg. Dann mache ich den da jetzt weg. Ja, dann nehme ich aber dann mal hier nicht das da. Dann nehme ich mal hier das normale Holz. Hallo, was hätten Sie da gerne? Ja, bitte. Jetzt fehlt noch sowas wie Laternen natürlich hier irgendwie, ne? Dafür bräuchte man dann wieder Glowstone. Was ich aber ja auch noch ich glaube, die Musik kann ein bisschen lauter. Was ich ja dann aber auch noch für die... Ich gehe mal schlafen. Was ich aber dann auch noch für die Lampen in dem großen Sechsen... Der Nether ist nicht weit. Ich bin... Ja. Okay. Schön. Sehr schön. Ein bisschen was anderes als dieses hirnverknotende Tätigkeitsfeld beim Boot. Ja, irgendwie würde ich ja da gerne so eine Laterne. Da gerne so eine Laterne noch dranhängen. Das ist so ein bisschen. Wollen wir die eigentlich so auf Sand stehen lassen oder machen wir hier Sandstein drunter? Sag mal. Was meinst?